Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich mal mit euch über Dinge sprechen möchte, die ich mir am meisten für das Spiel wünsche. Dabei ist es so, dass einige dieser Dinge schon bestätigt wurden, dass sie im Spiel sein werden und genauso, dass andere Dinge bestätigt wurden, dass sie nicht im Spiel sein werden. Aber trotzdem möchte ich mit diesem Video einmal die Dinge besprechen, die ich mir am meisten wünsche und wie für mich ein perfektes Jurassic World Evolution 2 aussehen würde. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Der erste Punkt auf meiner Liste sind Paarungen, Eier ausbrüten und Jungtiere. Es wäre einfach wunderschön für das Spiel, wenn die Dinosaurier sich paaren würden, dann daraufhin Eier legen würden, diese ausbrüten und dann irgendwann nach einer Zeit Jungtiere schlüpfen, die total süß aussehen und dann langsam heranwachsen zu einem ausgewachsenen Dinosaurier. Sowas würde natürlich auch den Management-Aspekt von dem Spiel enorm erhöhen, weil so ein Baby-Dinosaurier bringt natürlich auch eine Menge Arbeit und Verantwortung mit sich. Der Vorteil ist aber natürlich, dass so ein Baby auch eine totale Besucherattraktion ist und dann mehr Besucher in den Park lockt und somit mehr Geld für den Park einbringt. Bei diesem Punkt ist es so, dass ich den mir wirklich sehr wünsche. Allerdings wurde der leider schon von einem Post widerlegt, denn dort wurde geschrieben, dass man wieder wie in Jurassic World Evolution ganz normal seine Dinosaurier biologisch herstellt und dann ausbrütet. Es allerdings auch noch einen anderen Weg gibt, Dinosaurier für seinen Park zu bekommen. Dieser betrifft aber nicht Jungtiere. Damit ist das leider schon ausgeschlossen für Jurassic World Evolution 2. Der andere Weg, an Dinosaurier zu kommen, wird dann vermutlich so sein, dass man die aus der Natur rettet und dann in seinem Park unterbringt. Ähnlich wie bei Jurassic World Evolution 1 auf der Insel Isla Sorna, da sind ja auch schon ein paar wilde Stegos und ich glaube ein Spino. Und die kann man dann natürlich auch einfangen und in seinem Park unterbringen. Und der nächste Punkt auf meiner Liste sind dynamischere Kämpfe und das Jagen im Rudel. Bei Jurassic World Evolution 1 war es ja so, dass die Dinosaurierkämpfe, ich sag mal, ganz okay waren. Es war halt so, dass sich die Dinosaurier gegenüber aufgestellt haben, dann in ihre Kampfstellung gegangen sind und dann ging es halt los mit Attacken von den einzelnen Dinosauriern, so ein bisschen rundenbasiert. Erst greift der an, dann der, je nach Werten. Das Ganze wirkte immer so ein bisschen statisch dadurch und ja, war halt immer blöd, dass es dann so rundenbasiert aussah. Vielleicht, dass die Dinosaurier auch mal ein Stück weglaufen während des Kämpfens und dann erstmal an einer anderen Stelle ein bisschen weiterkämpfen. Oder ein Dinosaurier versucht zu fliehen und der andere ihn aufhält vom Fliehen. Da gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen echter und lebendiger wirken zu lassen. Ich bin da aber echt gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt sein wird. Ich vermute leider, dass es wieder ähnlich wie bei Jurassic World Evolution 1 sein wird mit den ganzen Kämpfen. Man hat auch schon den Triceratops gesehen, wie er in diese Standard-Kampfstellung geht, die man schon aus Jurassic World Evolution 1 kennt. Und das lässt natürlich auch so ein bisschen darauf schließen, dass es dann wieder sehr ähnlich gehandhabt wird. Dazu kommt dann auch noch der Punkt, dass ich mir Jagen im Rudel wünsche, dass zum Beispiel Velociraptoren gemeinsam ein Ziel angreifen und dann von hinten und umzingeln, umkreisen. Der eine lenkt es ab, der andere beißt von hinten zu. Sowas wünsche ich mir halt auch so ein bisschen. Das würde das Ganze natürlich dann auch nochmal ein bisschen dynamischer wirken lassen. Als nächstes habe ich auf meiner Liste den Punkt verbesserte Deko-Möglichkeiten. Das bedeutet logischerweise mehr Dekorationsgegenstände, mehr verschiedene Biome und Terrain-Tools und auch funktionierende Deko, wie zum Beispiel Bänke und Mülleimer, die die Gäste dann auch benutzen und welche sogar dann auch zum Parkmanagement-Aspekt beitragen, weil diese natürlich auch für das Gästewohlbefinden sorgen. Fangen wir jetzt aber erstmal mit den Deko-Gegenständen an. Damit sind natürlich alle Objekte gemeint, die man platzieren kann, um seinen Park zu individualisieren und zu verschönern. Da haben wir auf jeden Fall auf vielen Screenshots schon einige Objekte gesehen, wie Kakteen, Felsen, neue Büsche und Bäume. Was mir allerdings aufgefallen ist, bei den Screenshots, die wir bis jetzt haben, dass man leider nicht eine Parkbank sieht, nicht einen Mülleimer, sondern wirklich nur so ein paar
Landschaftsgestaltungsobjekte wie Felsen und Bäume. Ich hoffe wirklich für das Spiel, dass da die Auswahl nicht zu klein sein wird. Und was ich mir auch erhoffe, ist, dass diese Objekte nicht so große bzw. gar keine Hitboxen dann haben werden, was Platzierung angeht. Das war nämlich bei Jurassic World Evolution 1 immer echt störend, wenn man dann Felsen an der Stelle haben wollte. Und dann ging das wieder nicht, weil das Bauen blockiert war wegen Erhöhungen oder Gebäuden und sowas. Da musste man dann immer mega viel Abstand lassen zwischen den einzelnen Objekten. Das war immer ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, das wird ein bisschen schöner gelöst werden. Neue Biome haben wir auf den Screenshots schon gesehen mit diesen wunderschönen Berglandschaften mit Schnee in den Gipfeln. Und dazu dann auch die passende Bepflanzung und Vegetation. Zudem gibt es dann auch noch eine Wüstenlandschaft zu sehen, die schön vertrocknet und felsig aussieht, mit Kakteen, Felsen und weiteren kleinen Wüstenpflanzen. Bin da mal gespannt, wie das Ganze mit diesen Terrain- und Bepflanzungssachen gehandhabt wird. Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass man seine Pflanzen dann auswählen kann und dann die auch wie damals schon mit diesem Bäume-Tool anpinseln kann, wenn man möchte, aber auch die Möglichkeit hat, einzelne Pflanzen an bestimmte Stellen selber zu platzieren. Und der nächste Punkt, den ich mir wünsche, das sind anpassbare Aviarien und Wasserbecken. In Jurassic World Evolution 1 hatten wir ja leider nur dieses Standard-Aviarium in dieser Kuppelform mit dem Gitter, wo dann ja die Pteranodons freigelassen wurden konnten und immer in ihrer Standardanimation ihre Standardbahnen geflogen sind. Dekorationstechnisch konnten wir da leider auch gar nichts selber anpassen. Das war alles soweit schon fertig mit Interieur, Wasserfällen, Felsen und was es da nicht alles drin gibt. Und ich erhoffe mir für Jurassic World Evolution 2, dass wir diese Aviarien erstmal von außen, von der Form her, komplett selber gestalten können und auch das Interieur. Und die Chancen dafür stehen sehr, sehr gut, wenn man so die Screenshots ein bisschen analysiert, weil das hier ist jetzt zum Beispiel ein Aviarium und ich gehe davon aus, dass das Bausystem folgendermaßen funktionieren wird. Man kann dann eine Kuppel bauen, zeichne ich mal hier nach, das wäre dann dieses Gebäude nur. Und wenn man das noch größer haben will, kann man das Ganze erweitern, indem man hier hinter nochmal eine Kuppel platziert. Zumindest so ein bisschen so aus. Und diese werden dann durch so einen Tunnel miteinander verbunden. Das Ganze ist hier dann auch nochmal passiert. Hier ist auch nochmal eine Kuppel platziert worden, hier hinter. Und das wurde dann auch verbunden. Und diese beiden wurden dann auch hier hinten verbunden. Und dann ergibt das Ganze zum Beispiel ein, ja, quasi fast Dreieck. Ich hoffe, das System kann man einigermaßen verstehen, wie es gemeint ist. Also man platziert halt eine Kuppel, kann dann eine weitere Kuppel platzieren und diese dann miteinander verbinden. So vermute ich, dass das Ganze funktioniert und dann kann man die halt von der Form und Größe selber so ein bisschen anpassen. Auf diesem Screenshot sieht man das auch nochmal ganz gut, weil hier steht auch ein Aviarium und das hat definitiv eine andere Form. Da haben wir hier die erste Kuppel und hier die zweite Kuppel dahinter und die sind dann miteinander verbunden. Also nicht so ein Dreieck, sondern einfach nur zwei Kuppeln nebeneinander, so ein längliches Aviarium. Aber das lässt natürlich darauf schließen, dass es da ein System gibt, wie man die dann selber bauen kann. Natürlich ist die Grundform dann immer so ein bisschen vorgegeben mit diesen Kuppeln, aber ich finde es trotzdem cool, dass man dann in der Größe und sowas selber variieren kann. Und vor allem muss man auch sagen, dass das Ganze wirklich so aussieht, als wenn man das von innen selber gestalten kann. Weil wenn ihr euch das hier mal anguckt, das ist einfach ein paar Bäume, die hier platziert wurden. Und das war ja vorher wirklich extrem gut gestaltet mit Wasser, Wasserfällen und sowas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das hier nicht wirklich selber gestaltbar wäre, dass sie dann diese ganze schöne Deko, die sie schon in Jurassic World Evolution 1 hatten, da nicht wieder reingepackt hätten. Deshalb gehe ich davon aus, dass das hier alles selber platzierbare Bäume und sowas sind. Also ich glaube, die Chancen dafür stehen auf jeden Fall sehr hoch. Und dann könnte man sogar noch die Vermutung aufstellen, dass es ja sogar vielleicht neben den Flugsauriern, die man da dann reinplatzieren kann, sogar noch möglich ist, normale landlebende Dinosaurier unten in den Bereich zu packen. Wäre auf jeden Fall echt cool, aber ich bin tatsächlich dann auch auf die Animation von den Pteranodons gespannt, wo die dann landen werden, wie die sich so verhalten werden und ob die dann eventuell, wenn man da andere Saurier noch reinplatzieren kann, ob die dann mit diesen vielleicht interagieren oder sogar kämpfen können. Und jetzt kommen wir noch kurz auf die Wassersaurier und Becken zu sprechen. Da wünsche ich mir natürlich Ähnliches, dass man selber Becken bauen kann und von der Größe und sowas selber variieren kann. Ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt zum Beispiel hier, wie man hier sieht, einen Mosasaurus,
der übrigens mega cool aussieht. Ich gehe nicht davon aus, dass man den dann in ein freies Gewässer packen kann, sondern dass es dann auch so ein Bautool gibt, womit man extra Becken für das Tier anlegen kann, die dann auch vielleicht so ein System haben wie das mit den Aviarien, dass man zum Beispiel so ein rundes Becken hat und dann nochmal ein rundes Becken daneben machen kann und die werden dann verbunden. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diese Lösung ganz cool finde. Ich würde mir dann aber auch noch wünschen, dass es für die Aviarien und für diese Becken dann auch noch so Spielzeuge bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, worauf die Flugsaurier und Wassersaurier dann auch reagieren. Zum Beispiel so ein Haifeeder, wo dann der Mosasaurus rausspringt. Oder ja, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Wäre langweilig, wenn die einfach dann die ganze Zeit nur hin und her schwimmen oder hin und her fliegen. Wäre halt gut, wenn da dann auch mal so ein bisschen interessantere Animationen entstehen und gezeigt werden. Und der letzte Punkt für das heutige Video ist Mod-Unterstützung. Offizielle Mod-Unterstützung wäre sowas von cool. Dann wäre es nämlich viel, viel leichter für die Modder, tolle Mods zu erstellen. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist wegen den Lizenzen und sowas auch relativ unwahrscheinlich, dass sowas irgendwann passieren wird. Aber es wäre schön, wenn es schon nicht offiziell ist, dass es zumindest den Moddern ein wenig leichter gemacht wird. Weil man muss sagen, bei Jurassic World Evolution 1 ist das Modding wirklich ein wenig anstrengend. Und dadurch haben, glaube ich, auch viele Leute, die Lust gehabt hätten, Mods zu erstellen, haben dann aufgehört. Und ja, weil allein schon diese Einrichtung mit den ganzen Tools, die man braucht, um eine Mod zu erstellen, ist schon sehr anstrengend. Aber wenn man es erstmal raus hat, dann geht es einigermaßen. Aber es ist halt alles sehr, sehr kompliziert. Und es wäre halt einfach schön, wenn es uns Moddern einfacher gemacht wird, tolle Mods und neue Sachen für das Spiel zu erstellen. Ich glaube, ein sehr passendes, ein bisschen abgeändertes Filmzitat wäre: Modding findet einen Weg. Wäre halt nur schön, wenn dieser Weg von Frontier uns nicht zu steinig gemacht wird. Meiner Meinung nach sind Mods für Spiele einfach eine riesige Bereicherung. Und ich persönlich bin ja sowieso großer Modding-Fan. Und ich erhoffe mir für Jurassic World Evolution 2 wieder ganz, ganz viele tolle Mods. Das waren auf jeden Fall meine 5 Dinge, die ich mir am meisten für Jurassic World Evolution 2 wünsche. Es gibt sicherlich noch einige weitere Punkte, die euch vielleicht einfallen. Dann schreibt die gerne unten in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.